Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Helmut Brandstätter hatte Sebastian Kurz eigentlich jahrelang sehr kritisch gesehen. In einem der Chats hat sogar geheißen seitens der Türkisen, er würde Kurz hassen. Ob er sich jetzt bestätigt fühlt, was das jetzt alles für die ÖVP bedeutet, das werde ich jetzt den einstigen langjährigen Journalisten und heutigen NEOS-Mandatar Helmut Brandstätter fragen. Und ich freue mich, ihn per Zuschaltung begrüßen zu können. Hallo. Hallo Frau Daniel. Fühlen Sie sich jetzt bestätigt? Ich kann mich auch erinnern an Gespräche, die wir früher geführt haben, aber Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben. Sie haben den Sebastian Kurz ja immer sehr, sehr kritisch gesehen. Also ich bin ja gerade am Flughafen Wien, am Weg nach Tel Aviv, und beim Einchecken habe ich zufällig Sebastian Kurz getroffen. Und ich habe ihm gesagt, ich fliege jetzt nach Tel Aviv und da fällt mir ein, dass ich ihn als Journalist einmal begleitet habe und gelobt habe. Weil er hat dann dort gesagt, was Angela Merkel ja schon vorher gesagt hat, dass das Existenzrecht Israels Staatsräson für Österreich ist. Und da habe ich gesagt, da war ich völlig einer Meinung, habe das auch positiv im Kurier geschrieben. Also ich war nicht immer kritisch, aber dort, wo ich kritisch sein musste, war ich das. Er hört das noch immer nicht gerne, aber er musste das wohl zur Kenntnis nehmen. Diese, wo ich mich bestätigt fühle, in meiner Kritik, die ich auch geübt habe, eigentlich gegenüber, wenn Sie so wollen, den Erziehern des Sebastian Kurz. Also wie sie alle heißen, die Landeshauptleute, zum Beispiel Ministerinnen und Minister, die dieses junge Talent gesehen haben, die hätten ihn müssen, ich sage jetzt mal freundlich, bei den Ohren nehmen einmal und sagen, du, ist ja schön, dass du uns Wahlen gewinnst, aber es gibt schon ein paar Sachen, die noch wichtiger sind in einer Demokratie, nämlich die Institutionen dieser Demokratie. Du darfst die Justiz nicht attackieren. Es hat keinen Sinn, wenn wir das Parlament, die Bedeutung des Parlaments reduzieren oder uns über das Parlament lustig machen, was ja dann auch die Frau Köstinger zum Beispiel gemacht hat. Und auch gegenüber den Medien müssen wir uns anständig benehmen. Das hätten die machen müssen. Und da fühle ich mich bestätigt. Also er war ein politisches Talent, das ist keine Frage. Und natürlich ist es seine Schuld und er hat die Fehler gemacht, aber man hätte ihn möglicherweise bei diesen Fehlern bewahren können. Das heißt, da gibt es schon eine Gesamtverantwortung aus Ihrer Sicht in der ÖVP auch. Das glaube ich schon. Und wenn jetzt über Wolfgang Sobotka geredet wird, dann wissen wir, dass er einer der Sprengmeister der sogenannten Großen, weil eine kleine Koalition und dieser Koalition auch war, und auch da seine Verantwortung hat. Und da bin ich eigentlich beim Bundeskanzler. Bundeskanzler Nehammer sagt, die ÖVP hat kein Korruptionsproblem. Aber so viel Korruption, wie wir in letzter Zeit gesehen haben, um die Versuche, das zuzudecken, das ist dann schon sehr viel und jetzt auch ganz ernsthaft. Werden Sie demnächst mit Ministerinnen und Ministern der ÖVP reden oder sich dabei denken, was ist, wenn die jetzt das Gespräch aufnehmen? Da sind Sitten eingerissen, ja, in diesem Land. Also es gab immer Parteipolitisierung. Ich habe das erlebt und ich habe das kritisiert. Aber diese Partie, die sich sozusagen diesen Staat unterjocht hat, diesen Staat quasi als Eigentum übernommen hat und dann schalten und walten wollte, wie sie eben konnten, das hat es in der Form nie gegeben. Und diese Formulierung, also ich glaube, natürlich wissen wir durch die WhatsApp heute mehr als früher, aber du bist die Ure der Reichen. Ich glaube nicht, dass das früher ein Beamter oder ein Spitzen, jemand aus dem Spitzenpersonal zu einem jungen Beamten gesagt hätte. Und vielleicht gab es auch früher Interventionen, was Steuerfälle betrifft, aber diese Brutalität und auch dieses Geschäfte machen und dafür kriegst du, etc., das ist dann, glaube ich, wirklich eine andere Dimension. Und da erwarte ich von Herrn Bundeskanzler, dass er sagt, da sind so viele Fehler passiert, das müssen wir aufarbeiten, wenn das überhaupt in der Form möglich ist. Sie haben aber jetzt auch Wolfgang Sobotka angesprochen, der ja nicht irgendwer ist. Der ist ja Nationalratspräsident der ÖVP, eigentlich das zweithöchste Amt im Staat. Ist er aus Ihrer Sicht noch tragbar? Er sieht sich keiner Schuld bewusst, er schlägt eigentlich zurück? Also strafrechtlich kann und will ich es nicht beurteilen, da verlasse ich mich wirklich auf Staatsanwältinnen und Gerichte, das ist selbstverständlich, aber eben diese Funktion, und wenn ich vom Parlamentarismus gesprochen habe, ich glaube, dass da wirklich auch viel schief gegangen ist, dann glaube ich, dass der oberste Repräsentant des Parlamentarismus so dastehen soll, dass man nicht anzweifelt. Und wenn ich mir noch einmal vor Augen halte, ich habe mir das heute noch einmal durchgelesen, die
redet es Herrn Bundespräsidenten, spricht er wirklich vom Gift der Korruption. Er sagt, wir brauchen eine Generalsanierung. Ja, was heißt Generalsanierung? Er sagt, dass das Wasser ins Haus so eingedrungen ist, dass man es eben nicht mehr einfach reparieren kann. Generalsanierung. Und da bin ich wirklich bei der Forderung nach Neuwahlen. Ich glaube, dass wir, und das erwarten die Menschen auch, dass wir jetzt da etwas Neues machen. Und ich habe anlässlich meiner Buchpräsentation viele Veranstaltungen jetzt in ganz Österreich gemacht, mit natürlich politisch interessierten Menschen. Und es ist immer dasselbe gekommen. Es ist immer dasselbe gekommen, da ist so viel schiefgegangen, es gibt kein Vertrauen mehr. Auch der Vorwurf, ich streite jetzt alle nur mehr miteinander und wir haben so große Probleme. Aber auch da möchte ich dem Herrn Bundeskanzler sagen, wenn er sagt, wir haben jetzt das Problem Inflation. Ja, das stimmt. Nur wir werden auch das Problem Inflation nur lösen können, wenn es Vertrauen in die handelnden Personen gibt. Und das gibt es nicht mehr. Und deswegen wäre jetzt, glaube ich, staatspolitisch nicht zum einen Weg, nämlich den Weg frei machen für Neuwahlen. Ich weiß, das ist eilig, haben Sie haben schon angesprochen, dass Sie am Flughafen sind, aber eine Frage noch zum Urschuss. Da sind Rot und Blau ein bisschen irritiert, weil die NEOS den Urschuss nicht fortsetzen wollen. Wer eigentlich aufgrund dieser neuen Aussagen von Thomas Schmidt, der jetzt der Belastungszeuge ist, auch wenn Sie recht haben, wir können beide nicht beurteilen, was es jetzt so juristisch auf sich hat, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. Aber wäre es nicht sinnvoll, die politische Verantwortung, die ja in einem Urschuss geklärt wird, doch fortzusetzen nach diesen neuesten Enthüllungen? Also erstens, der Urschuss wird nicht abgedreht, wie es jetzt zum Teil heißt, sondern er wird nicht fortgesetzt. Mhm. Zweitens, der Ibiza-Ausschuss ist fortgesetzt worden. Da war die ÖVP damals dagegen, jetzt auf einmal wollen sie den Thomas Schmidt vernehmen. Das ist ja auch nicht ganz ernst. Und drittens, das habe ich im Ibiza-Ausschuss erlebt, die Verfahrensordnung ist so, dass eine Partei wie die ÖVP wirklich alles blockieren kann und das auch gemacht hat. Ja? Also bei der zweiten Befragung des Herrn Kurz sind überhaupt nur drei Parteien nachgekommen, weil die ÖVP also wirklich auf lächerliche Art und Weise, also eigentlich das ganze Verfahren ins Lächerliche gezogen hat. Deswegen halte ich für dringend notwendig auch eine Reform des Urschusses, dass klar ist, das gehört zur politischen Aufklärung, aber zur aktuellen Lage. Das, was Thomas Schmidt gesagt hat, ist eigentlich nur eine Bestätigung dessen, was wir vorher gewusst haben. Erstens. Zweitens, alle betroffenen Personen, Herr Kurz, Herr Fink oder Herr Wolf und andere, die erwähnt, Herr Müller, der frühere Finanzminister, die alle würden nicht aussagen, können sich entschlagen, weil sie Beschuldigte sind. Und auch, also das heißt, in dem Sinn ist da auch nichts Neues mehr zu erwarten. Da muss jetzt das Strafrecht greifen. Ich glaube schon, dass, wenn wir hoffentlich Neuwahlen haben, dass wir nachher einen neuen Ausschuss brauchen. Ich würde meinen, Russland ist ein großes Thema, die Kobalt ist ein großes Thema, aber alles das kann man in diesem Ausschuss auch nicht mehr behandeln. Und letztlich gibt unser Herr Bundespräsident recht, indem er sagt, das ist ein korruptes System, da ist also das Gift der Korruption, das ist aufgedeckt. Das war ganz wesentlich, das ist aufgedeckt. Und jetzt müssen wir zum nächsten Schritt kommen, Informationsfreiheitsgesetz, anständige Medienfinanzierung, aber auch ein Urschusssystem, das wir besser aufklären können und natürlich muss die Justiz arbeiten. Gut, Helmut Brandstätter, dann vielen Dank für das Interview. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es natürlich um all diese Themen weiter. Bleiben Sie dran.